Hello, ladies and gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Fresh Save File. Gar nicht mehr so fresh, aber immer noch sehr weit am Anfang. Ich würde sagen, wir haben so 5%, vielleicht 3% von den Unlocks. Ja, viel mehr werden es nicht sein. Ich hatte gesagt, ich habe irgendwie Lust auf einen Blue Baby Run und deswegen machen wir das jetzt. Genau, Blue Baby wurde ein bisschen gebufft in der letzten Zeit. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gespielt habt. Aber das Blue Baby kriegt nun immer eine Fliege aus den Scheißhaufen. Und da wir mit The Poop starten, ist das eine Fliege pro Raum. Ja, es könnte besser sein. Aber es könnte, oder es war auch schlimmer. Der wollte snipen. Habt ihr gesehen? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es gibt einen Charakter, der ähnlich ist wie das Blue Baby. Ja, nicht, ich sollte nicht sagen ähnlich, aber sagen wir mal ähnlich schwer. Auf den bin ich gespannt. Spider Baby. Gut. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Ich gucke nicht im Shop nach. Das ist... Gut, wollte ich gerade sagen. Das Blue Baby, das ist das erste Baby, beziehungsweise der erste Charakter, den wir jetzt sehen, der eine gewisse, also der eine Besonderheit hat, nämlich können wir keinen Red Health bekommen. Niemals. Kriegen wir einen Herzcontainer, dann ist das nur ein temporärer. Und zwar in Blau. Soul Heart. Macht die Curse Rooms natürlich super gefährlich, weil wir können uns nicht mehr aufladen danach. Und entsprechend natürlich auch Devil Deals, ne? Ah, guck mal, das kommt ja wie gerufen. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit dem Blue Baby versuchen, Angel Deals zu bekommen. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zum Blue Baby zu sagen. Eines der eher schwereren Babys. Könnte sein... Eine Reroll-Maschine. An sich echt gut. Nur gerade leider sinnfrei. Ja, ich weiß, ich könnte den Dude hier in die Luft jagen, aber ich glaube, ich spare mir mal diese eine Bombe. Denn hier könnte der... Nein, hier hätte ein Super Secret Room sein können. Oder der. Nicht einer, sondern der. Ich denke, wir... Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine Fliegen aus rotem Poop bekommen. Ich glaube, wir starten auch mit ein bisschen weniger Damage. Aber da kann ich mich täuschen. Es ist lange her, dass ich Blue Baby gespielt habe, um ehrlich zu sein. Mochte ich eine sehr lange Zeit lang gar nicht, ehrlicherweise. Weil es eigentlich... Ja, weil es mir zu schwer war, bin ich ehrlich. Aber das ändert sich komischerweise. Das ist so eine Art... Ja, jetzt seht ihr das übrigens. Eigentlich würde ich Health kriegen. Achtet drauf oben. Soul Heart, also kein Red Heart. Macht Health natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger wichtig, ne? Weil es macht keinen Unterschied, ob wir ein Soul Heart einsammeln oder nun ein Health-Up-Item. Und natürlich wäre ein Health-Up-Item oder ist ein Health-Up-Item weniger wertvoll. Denn Soul Hearts können wir überall finden. Da hätte ich lieber Stats oder Utility wie Flug oder Bomben, wow, Modifikatoren, irgendwas. Aber da kommt bestimmt noch. Vielleicht kommen wir auch an ein bisschen Kohle. Na komm schon. Weil dann können wir in den Shop. Denn da gibt es ja auch oft Shits. Wir haben auch noch keinen richtigen Raum mit viel Poop gefunden. Das ist schade, weil ist das, oh ja. Ich werde getroffen, denke ich. Moment. Moment. Ich habe das ja schon mal gesagt. Sinnvollerweise erst die Kleinen töten. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Bücherei auf jeden Fall. Drei Bücher? Zwei Bücher. Na gut. Alles ist besser als The Poop. Könnte man sich sogar überlegen. Aber ich denke, ich nehme das Monster-Manual mit. Auch wenn die Bibel... nicht schlecht ist. Aber ich möchte das Monster Manual. Little Hush.
Wow. Übrigens eines der, oder wahrscheinlich der schlechteste Begleiter, den es im Spiel gibt. Glaube ich. Ist auf jeden Fall, wenn ich mich nicht täusche, ein Tier 0 Item. Also super schlecht. Aber haben wir jetzt bekommen. Kann man nichts machen. Guck mal, er steht da einfach rum und macht nichts. Nix. Ja gut, wenn es natürlich Leute gibt, die in ihn reinlaufen. Na komm. Wir haben auf jeden Fall genug Schlüssel für... Also ein Batterie-Item wäre jetzt übrigens relativ gut. Denn das Monster-Manual hat das Potenzial, sehr stark zu sein. True story. Na, entweder. Ach komm. Taking. Ja, das ist. Ich, haben wir jetzt wirklich zweimal Tier 0 Items bekommen? Oh, das ist ja super ärgerlich. Holy crap. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist kein guter Start. Jetzt überlege ich gerade wirklich die Bibel mitzunehmen, damit ich irgendeine Chance gegen Mom habe. Ich meine, es ist natürlich noch super early, ne? So ist das nicht. Aber zwei Tier 0 Items. Ah. Ich weiß ja, eins ist nur temporär. Mit Little Dingsterbums. Ja, eine goldene Bombe wäre mir lieber gewesen. Ich müsste mal schauen, ob wir die goldene Bombe überhaupt erst freispielen müssen. Aber was ich sagen wollte, eine Batterie-Item aus dem Shop wäre ganz cool. Einfach damit wir ein bisschen was machen können. Ja, Black Candle Early ist nicht schlecht. Leider keine offensive Hilfe jetzt gerade. Aber immerhin Curse Immunity und ein Blackheart, ja. Immerhin. Aber auch hier, ich hätte lieber was Offensives gehabt. Ja, und er geht nach da oben anstatt hier unten. Ach, Dude, komm her. Ja, wenn ich schieße, dann bewegt sich der Begleiter leider nicht mehr. Ihr seht also super. Der ist so niche. Jetzt stand er, glaube ich, für eine halbe Sekunde im Gegner drin. Er hat, glaube ich, den Exec, glaube ich, kaputt gemacht. Ah. Ich weiß, was ich sagte, als ich sagte, eigentlich soll ich nicht in die Devil Deals gehen, aber ich fühle mich echt zu weak. Vielleicht gehen wir mal gucken. Auch wenn wir dadurch ein bisschen die Chance auf den Angel Deal verringern. Aber ich brauche irgendwas, was gut ist. Blood Rites. Nee. Ja, okay. Ocular, dann holen wir das Ocular Rift. Gehen wir halt in Devil Deal. Das Book of Revelations zum Beispiel wäre ziemlich hilfreich. Dann könnten wir uns quasi alle 6 Räume mehr Health geben. Jetzt schaue ich auch mal nach, denke ich. Okay. Schade, schade. Nehme ich eigentlich nur mit gerade, weil ich die Aufladungen haben möchte. Und ihr seht schon, wie lange ich hier... Das ist übrigens Ocular Rift. Dieses Portal, was auf dem Boden liegt. Wow. Oh. Aber hey, ich bin immer noch optimistisch. Ich glaube einfach daran, dass wir etwas Gutes finden werden, was diesen Run... Outstanding machen wird. Dieser Swarm Protector, den wir da haben, ich glaube, der blockt einfach nur Schüsse ab. Ja, war es natürlich jetzt absolut nicht wert hier, aber 3 Aufladungen. It's something. Ein bisschen mehr Glück wäre cool, dann würden wir nämlich mehr diese Rifts schießen. Und wenn ihr das gesehen habt, das zieht Gegner und auch Projektile an. Und macht ein bisschen Damage. Deswegen, das wäre ganz cool. Und schade. Da gehe ich definitiv nicht dran. Da seht ihr es nochmal. Da sind sogar direkt 2 gespawnt. Ja, ich denke, das war die richtige Wahl. A completely uncharged. Macht bei einem
6 Charge-Items natürlich kaum Sinn. Es gibt, ja, ich würde nicht sagen, gar keinen. Taking Damage triggers the effect if it's charged. Nein. Jetzt ist nämlich unser Buff auch schon wieder weg von gerade, den wir hatten. Denn das Item ist nicht mehr completely uncharged. Ja. Aber ihr habt gesehen, wie der Stat-Buff aussieht. Also es ist schon nicht verkehrt. Wir haben recht wenig Geld. Das heißt, ein Shop macht kaum Sinn. Ein Tinted Rock habe ich nicht gesehen für Health Up. Oh, hier wäre ein Ding, ein Portal super wichtig gerade. Wo haben wir denn Sister Maggie her? Achso, ja, ja. Begleiter durch das Monster Manual. Wenn jetzt ein Portal spawnen könnte, dann könntet ihr euch mal ansehen, ja, wie stark das eigentlich sein kann. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn das häufiger schießt. Iron Bar, Damage Up, Concussive Tears, ja. Naja. Naja. Ich hab, also ich bin jetzt an diesen 0,3 Damage mehr interessiert als an diesem Tier-Effekt, um ehrlich zu sein. So. Gut. Geld, wie gesagt, haben wir leider nicht viel. Ich gehe mal. Oh, das ist ja gar nicht der Shop. Ich könnte das da in der Mitte bekommen. Hier könnte was sein. Ich wollte gerade sagen, ausnahmsweise hätte ich noch nicht mal was dagegen, wenn wir Greed treffen. Speed up. Shot speed down. Ja, immerhin ein Stück von dem Effekt hatte ich richtig, als ich Speed sagte. Oh, oh. Wie hat jemand geschrieben? The Troll Machine schlägt wieder zu. Naja. Wie gesagt, noch ist alles in Ordnung. Noch gibt es keinen Grund, sich zu ärgern. Also den gibt es schon. Aber ich sagte das ja in fast jedem Video. Mir ist es ganz recht, wenn ich nicht komplett overpowered bin. Jedenfalls noch. Dann machen die Runs auch ein bisschen mehr Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir hier bekommen? Guardian Angel. Gutes Item. Da kommen wir nicht dran, außer ich finde hier eine Bombe. Ihr habt gerade meinen Stat-Buff vielleicht gesehen. Das ist, weil unser Item completely uncharged ist. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, das vor einem Boss zu machen. Wenn wir noch an 2 Coins kämen, wäre das ganz cool. Ach ja. Wie könnte es auch anders sein? Ne? Dieser Raum. Da habt ihr gesehen, wie mal die Projektile aufgehalten werden. Stationäre Gegner wie die, die sich halt einfach nicht bewegen können, können auch nicht angezogen werden. Ja, der Tierstat ist okayisch, würde ich sagen. Okayisch. Das war dumm. Ich habe überlegt, ob ich das Ding da kaputt machen sollte. Aber ich warte mal, bis der Dude da hinspringt. Dann kann ich nämlich ein bisschen Damage machen. Und trifft das? Ich glaube, es hat getroffen. Boah, holy shit. Health up, Tears up, Shot Speed down. Tears up nehmen wir auf jeden Fall. Shot Speed down ist übrigens in manchen Situationen gar nicht schlecht. Es gibt Items, da möchte man einen geringen Shot Speed haben. Tears up heißt natürlich auch, wir schießen häufiger. Was entsprechend auch bedeutet, dass wir öfters diese Portale kriegen. Deswegen ist ein halbwegs hoher Tierset hier echt viel wert. Aber nichts, was wir nicht auch noch mit Glück optimieren könnten. So ein Portal wäre ganz nett, ehrlicherweise. Weil dann, ja, genau, geht mal alle dahin. Richtig. Und du machst den Pilz noch auf. Und ich krieg noch eine Trollbombe.
Oh, Twisted Pear, ein Tier 4 Item. Das ist sehr gut. Fuck. Twisted Pear. Ja, gut. Man muss ja auch mal Glück haben, ne? Nicht wie jetzt hier. Hallo? Ach, ja, ja. Geld? Schade, dass ich das nicht immer habe, das Twisted Pear. Das würde ich gerne behalten. Da ist schon der Boss. The Devil. Wenn wir schon mal da sind, warum nicht? Es gibt tatsächlich einen Grund, der dagegen spricht. Wir hätten noch mehr Begleiter holen können in der Zwischenzeit. Mit zusätzlichen Aufladungen aus dem Monster Manual. Aber gut. Und wenn das gerade ziemlich seltsam aussieht, wie er sich bewegt, dann liegt das, wie gesagt, an den Portalen. Das sieht jetzt echt hilfreich aus und das ist es auch im größten Teil. Aber man darf nicht vergessen, es macht ihn auch ein bisschen unberechenbarer. Oder alle Bosse. Also es wird auch sicherlich noch passieren, früher oder später, dass ich mich in irgendeiner Form selbst ins Abseits katapultiere und Damage kriege, weil ich einfach nicht die Tränen richtig eingeschätzt habe. Fieser, fieser Boss. Echt fieser Boss. Und mit keinen Bomben ist das nicht gerade leichter. Gott sei Dank haben wir aber das Twisted Pear erhalten. 75%. Tears up. Little Horn. Kiba, Dark Bomb ist super. Perfekt. Der nimmt die roten Herzen und gibt uns potenziell dafür blaue, also Soul Hearts. Conjoined fürs Bär. Gucken wir mal. Weil die können wir eh nicht einsammeln. Da kannst du sie auch nehmen. Gutes Item für The Lost, sag ich, für Blue Baby. Ich glaube, immer nach anderthalb Herzen gibt es etwas. Ja, guck. Ist so Book of Revelations für Arme. Doch bin ich zufrieden mit. Wir haben auch wieder Tears Up. Und jetzt sieht das Ganze doch ganz anders aus. Ich glaube, ich brauche auch hier nicht mehr mein Monster Manual anmachen. Dann spare ich mir das für die nächste Ebene. Sehr coole Synergie, dass die alle auf einen Fleck gezogen werden und dann die Hand kommt, ne? Semi-Synergie nennen wir es mal. Homing Bombs. Oh, ich habe ja gesagt, Bombensynergien sind okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall 5 Bomben. Gut. Pokémon Go. Mit ein bisschen Glück können wir es holen. Ja. Rote Herzen sollten wir noch finden. An den Schlüssel komme ich leider nicht dran. Oh, ich muss mich wirklich daran gewöhnen, dass wir nachher nicht mehr das Twisted Pear haben. Das ist super stark. Eines der Items, die ich wahrscheinlich jedes Mal aus dem Devil Deal mitnehmen würde. Das war schon. Fast alles. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die erst freischalten müssen. Sage ich zwar recht häufig, aber ist auch jedes Mal das Gleiche. Jetzt macht der Kunden aber wieder mehr Sinn. Denn überall könnten Red Hearts droppen, auch wenn die Chance im Hard Mode nicht sonderlich hoch ist. Sie ist immer noch mehr als 0. Okay. Das war nicht so toll. Das auch nicht. Ich denke, da gehen wir nicht rein. Nee, dafür. Nee. Dafür ist mir das doch zu wenig. In eine Challenge wäre ich gegangen. Aber da oben komme ich nicht rein. Das kann hier nicht rechts sein. Kann der hier rechts sein? Dann könnten wir eventuell Glück haben. Wenn kein Gegner da ist. Okay, dann können wir wenigstens mal gucken gehen.
Speed Up und Range Up, ja. Vielleicht jetzt nicht das Klügste, aber naja. Speed Up ist trotzdem nicht verkehrt. Echt fieser Raum hier mit den Stacheln an der Ecke. Ach nein, nicht du. Ich habe nicht gesehen, durch was ich erwischt wurde, aber okay. Es hätte jeder andere sein können. Warum bist du es wieder? Aber hey, jetzt haben wir immerhin diese Hand, die noch ein bisschen zusätzlichen Damage macht. Ich glaube, sie macht Musik von Queen. Dim, dim, dim. Okay. Ja. Ich glaube, wir haben trotzdem ein halbes Herz plus gemacht. Also, verbuchen wir das auf der Soll, auf der Haben-Seite. Soll, von mir aus auch das. Ja, ich brauche trotzdem ein bisschen mehr Health-Vorrat, damit ich die nächsten Devil-Deals nehmen kann. Die werden wichtig. Okay. Aus irgendeinem Grund bin ich super schnell gerade. Achso, ja natürlich, weil ich den Buff vom Buch hatte, beziehungsweise vom Completely Uncharged Item. Hallo, hallo, hallo. Triff. Ja, ich sag, man merkt, dass es, wenn das Twisted Pair fehlt. So, was hast du jetzt davon? Jetzt guckst du blöd, wa? 8 Schlüssel. Hallo, geh da hin. Rote Herzen, bitte. Okay. Da haben wir auf jeden Fall einen... Wow, Graper oder so. Ich glaube, Graper heißt er. Der kam durch Pokémon Go. Hilft uns ein wenig. Da, gib was. Gut. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Was? Fat Bat? Okay. Ja, warum nicht? Bei so vielen Schlüsseln, die wir haben. Super weird. Restock, okay. Brauchen wir nicht mehr so viel Geld, werden wir nicht mehr finden. Emperor. Ja, warum nicht? Können wir verwenden, um direkt zum Boss zu springen. Je nachdem, wo wir es gerade verwenden wollen. Hier ist doch noch irgend so ein Dude, der rumspringt, oder? Jetzt nicht mehr. Manchmal muss man auch verstehen, was ich meine. Weil, wenn ich sage, ein Dude, der rumspringt, wisst ihr etwa nicht, wovon ich rede? Okay. Hä? Och, nö. Komm schon. Hier, hol dir den da oben. Und gib mir was. Nein? Fünfer Pip? Ne. Oh, Pickups in the room. Nö. Amnesia. Okay, wir hatten den Shop. Wir haben immer noch nicht den Item Room, den wir jetzt haben. Ja, ja, einmal raus und wieder rein. Und dann ist der ganze Shit auch weg. Oh, du hast es mir geklaut. Ein Beyblade. Nee. Das ist... Ich kann es euch ja mal zeigen. Let it rip. Ja, ich... Und es geht wieder so weiter. Hatten wir schon was Positives? Nein, ne? Ich glaube nicht. Manchmal frage ich mich echt, wieso ich so bestraft werde. Shot Speed down, Range down, Amnesia. Glaube ich, waren die, die wir jetzt hatten. Weißt du, jedes Mal, wenn ich so einen Run habe, dann denke ich mir, naja gut, aber irgendwann gibt es ja keine negativen Pillen mehr, weißt du? Und trotzdem, jedes Mal werde ich eines Besseren belehrt. So, doch, ja, die hatte ich noch nicht. Schade, dass du in Stacheln bist. Denn sonst hätte ich ihn gefüttert. Geht nach oben. Oder werdet in den Abgrund gezogen. Auch okay. Fair.
Lass mich raten, das sind die bösen Marmhände. Nein, sind sie nicht. Na gut, dann geht's ja. Echt noch mehr? Okay. Nein, ich vergiss es. Ich mach das nicht. Nö. Wenn du dich dahin manövrierst, bist du selber schuld. Okay. Warte. Vorsichtig. Weil er könnte nämlich ja auch Red Health geben. Kurz warten. Oh, wie schön. Macht ja richtig Spaß so. Okay. Immerhin Health up. Ja, nur temporär, aber was soll's. Wir brauchen das Ganze jetzt als Währung für die Devil Deals. Hätte ich wenigstens ein halbwegs gutes Item am Anfang gefunden. Ach so, ich wollte mal was versuchen. Nämlich, wenn wir diesen komischen Tränen-Effekt haben, ob diese Dinger kaputt gemacht werden können. Dieser, wo die Hand kommt. Ich glaube nicht. Doch, okay, das wusste ich nicht. Knapp. Kein toller Raum gerade dafür. Für hahaha. Red Health irgendwo, somewhere, anywhere. Du vielleicht? Nein. Hätte ich einen höheren Glückswert gehabt übrigens gerade, hätte ich definitiv diese ganzen Dinger da kaputt gemacht. Ein Trinket. Wahrscheinlich. For coins to spawn from poo, picking up coins. Ja, ist besser als das da. Okay. Book of Sins. Ist nicht so toll. Ah, ich häng fest. Aber, Bookworm. Macht das vielleicht sogar Sinn, das zu behalten? Ich behalte das mal und nehme das wieder mit. Weil durch dieses Book of Sins können wir eventuell auch ein paar Red Hearts bekommen, wisst ihr? Außerdem hat es nur 4 Aufladungen. Könnte gebufft werden, wenn ihr mich fragt. Noch eine Bücherei, okay. Ja, dann gibt es ja eigentlich nur das Book of Revelations, wo ich sagen würde, das ist interessant für uns. Speed up, good. Ja. Ne? Wie ich sagte, das einzige Buch, was halbwegs so interessant für uns ist, ist das Book of Revelations für mehr Health. Das ist, was ich eingangs sagte, was ich benötigen würde. Jetzt haben wir es bekommen. 2 Büchereien in einem Durchlauf haben. Sieht man auch nicht so häufig. Das eröffnet uns aber weitere Wege. Zum Beispiel traue ich mich jetzt, da unten reinzulaufen. Gibst du mir etwas? Ja. Moms? Nee, die Cursed Pearl. Nein. Nope. Je weniger ihr wisst, desto besser. Blöderweise kann ich euch sagen, ein Teil vom Platinum-Gott ist es, jedes Item halt einmal eingesammelt zu haben. Das heißt, irgendwann werden wir auch das nehmen. Es gibt Charaktere, da ist es okay. Da ist es. Oh, wir haben einen Witz oder so bekommen. Hab vergessen, wie er heißt. Aber auf jeden Fall recht starker Add, der durch Pokémon Go kam. Sehr stark. Vielleicht sogar der stärkste. Hoffen wir mal, dass wir ihn nicht so schnell verlieren. Eine Schatzkammer. Beziehungsweise, was sind das hier eigentlich?
Das ist aber sehr lieb, dass du mir eine Spinne gegeben hast. Wie kann ich dir nur jemals danken? Das nächste Tier, null Item. Krass. Ja. Was soll ich sagen? Das wundert mich jetzt auch langsam ein wenig. Weil eigentlich haben wir... What the fuck? Haben wir nicht so viel Lockdown, was Items betrifft. 3 Tier 0 ist schon super weird. Na gut, anyway. Was haben wir hier? Den brauchen wir nicht. The Harpin. Herpin. Harpin. Harpier. Von My Valentine. Ach, was ein super dummer Raum. Ja. Mhm. Ziemlicher Kackraum, oder? Ja, wahrlich ein Scheißraum. Let's have a look. Uns fehlt noch immer der Shop. Und wahrscheinlich gibt es auch gleich ein Greed. Mhm. Hol du das. Und dann teilen wir. Gib mir was. Ja. Unser Dude, ist unser Whiz-Dingsterbums noch da? Nee, ne? Naja, vielleicht spawnen wir nochmal ein. Maybe. Who knows? Wir kriegen auf jeden Fall einen Harbinger gleich. Weil wir das Book of Revelations haben. Hätte ich gerne am ersten Floor gehabt, wenn ich ehrlich bin. So ein Meatball zu bauen ist eine super alternative Damage-Form. Aber jetzt kriegen wir nicht mehr so viel. Wir kriegen maximal, glaube ich, das... Ne, hier ist ja sogar Mom. Fällt mir gerade ein. Okay, aber immer noch kein Shop. Also das wäre Quatsch. Ich kann zeitlich eh nichts mehr erreichen. Da kann ich auch den Shop suchen gehen. Ich bin leider genau in die falsche Richtung gelaufen. Also... Er kann ja nur noch an einer Stelle sein. Und genau da war ich nicht. Aber selbst wenn ich den direkt am Anfang gefunden hätte, hätte das keinen Unterschied gemacht. Denn wir sind bei 30 Minuten und innerhalb von 20 Minuten hätten wir den Boss Rush erreichen müssen. Alternativ wäre Mama Mega zu finden. Das ist mir jetzt recht egal, weil wir haben das Book of Revelations. Damit kann ich wenigstens so ein bisschen was gegensteuern. Tierstead ist auch okayisch, würde ich sagen. Da haben wir noch eine Arena. Ah, vielleicht kommen wir da rein. Mal gucken. Ach, alles nichts. Ne. Ne. Hm, dann machen wir das so. Und so. Und so. Ja, Number of Bombs doppeln. Warum nicht? Okay, da können wir definitiv nicht rein. Ich laufe so durch, weil die Chance geringer ist, dass ich hier Damage kriege, als in den nächsten Räumen. Und dann könnte ich da den Emperor verwenden. Full life. Noch. Ich habe es gejinxt. Richtig. Immerhin kennt sie meinen Namen. Isaac.
kurz aufpassen. Ich weiß, ich bin hier bei diesen Fights immer recht still, weil es schwierig ist, sich auf alles zu konzentrieren. Genau, nämlich ich darf nicht da sein und ich muss aufpassen, dass ich nicht zerquetscht werde. Das war jetzt kein guter Kampf. Bisher. Gut, negativ, Damage up. Das Buch verwenden und tiefer. Theoretisch wisst ihr, was wir machen. Wir benutzen jetzt den Emperor direkt. Beziehungsweise, ja, wir nutzen den direkt, weil dann haben wir den Stat-Buff. Von unserem Trinket. Glasauge ist Damage up, nehmen wir. Das kannst du haben eben mal. Gib mir was. Gut. Wir sind jetzt Freunde. Flug. Ja. Und Sister Maggie nehmen wir auch mit. Ist, wie gesagt, super schlecht. Und ich gehe trotzdem hier ein wenig rum. Weil vielleicht kriegen wir das Buch noch ein bisschen voll. Wenigstens für ein, zwei Herzen. Mehr denke ich nicht, dass wir groß bekommen können. Wenn ich natürlich jetzt Damage fresse, war hier alles absolut umsonst. Dann war das hier kein gutes Geschäft. Denn ihr dürft nicht vergessen, ich kriege ab jetzt immer ein Full Heart Damage. Ja gut, das kann natürlich auch noch passieren. Tinted Rocks. Shot speed down. Dass wir nicht mehr auf diesen Creep, auf diesen Blutkram auf dem Boden achten müssen, hilft aber tatsächlich ungemein. Okay. Ne, in den größeren Raum gehe ich jetzt auch nicht mehr. Ne, wir haben ja keine Emperor Card für die nächste Ebene. Das heißt, ein Raum, dann ist es eh wieder voll. Happens to the best. Ja. Fair, fair. Aber trotzdem noch. Och nö. Aber seht ihr, wie gut jetzt Flug ist? Cool. Der ist für dich. Guck mal. Habe ich für dich zur Seite gelegt. Und so zeigst du mir deine Dankbarkeit. Da wo ich herkomme, nennt man Leute wie dich Bastard. Jetzt können wir auch da reingehen, weil wir nur noch beim Rausgehen Damage bekommen. Ein Guppy-Item. Nicht schlecht. Auch wenn sehr wahrscheinlich zu spät. Haben wir Hive Mind? Ich glaube, ich habe mir Hive Mind irgendwann gekauft. Rune Shard. Rune Shard. Scharten. Oha. Range up. Range up, Lockdown, okay. Health up, okay. Dann ist hier auch irgendwo eine Health Down Pille. Oh, das ist gut. Short speed down. Tears down. Sehr schön. Lockdown. Sehr schön. Und 84-Hour Battery. Energy nehmen wir definitiv mit. Dann haben wir nämlich effektiv quasi eine Balls of Steel Pille. Wow, da wäre ich fast reingeflogen. Beziehungsweise sogar besser. Das lädt uns nämlich komplett auf und spawnt zwei Batterien. Und diese zwei Batterien könnten natürlich große Batterien sein, die uns 6 Aufladungen geben. Das wäre ja ideal. Tears up, beziehungsweise das Tears down tut weh. Ein Tears up wäre cool gewesen. Bin ich ganz ehrlich. Aber viel
Negatives war ja auch gar nicht mehr drin. Irgendwann muss es ja mal, ob das Spiel nun will oder nicht, mir etwas geben. Ich liebe es, wenn sich eine graue Box in einer goldenen Box versteckt. Gruppenkuscheln an der Wand. Nee. Na komm, fliegt da alle hin. Noch ein, zwei Portale, dann kommt ihr da auch nicht mehr raus. Ja. Genau so. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass wir, ich will nicht sagen weit, aber dass wir so erfolgreich mit dem Blue Baby in unserem ersten Run sind. Das ist eigentlich der Moment, wo ich dann getroffen werde. Moment. Kommt gleich. Kann nicht mehr lange dauern. Okay. Okay. Hier sind diese Portale auch super hilfreich, weil sie diese Tränen anziehen können. Ja. Dead Baby. Es geht tiefer. Na nö. Was haben wir denn da? Es geht weiter, obwohl wir keinen Devil Deal haben. Let's find out. Cathedral. Okay. Wem mache ich was vor? Also ich habe versucht, es ein bisschen spannend für euch zu gestalten, aber ihr kennt das doch alles. Ihr kennt das doch alles schon, Junge. Lock up. Lock up. Ja, die Cathedral, die erst dann freigeschaltet wird, wenn ich glaube, 11-mal Mom's Heart besiegt wurde. Hier ist doch noch irgendwas. Ach so. Genau, da kommen wir jetzt hin. Blöd. Ich weiß, dass ich... Boah, habe ich meine 48-Hour-Battery? Hatte ich die da oben ausgetauscht? Nicht gesehen. Weiß doch weiß. Messer. Ja, ja. Ich habe nicht die besten Augen. Schnauze. Außerdem, ihr wisst es. The Angel awaits. Was hat das wohl zu bedeuten? Time to find out. Was machst denn du hier? Ja. Was ist das? Ach, dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Okay, ein Tinted Rock. Ich glaube, das ist sogar einer dieser, die zwei benötigen. Oder auch nicht. Merken wir uns, dass hier ein Soul Heart liegt. Wir sollten definitiv das Buch am Ende ausgeben. Na komm schon, Isaac. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, vielleicht musste er all diesen Inhalt in diesem Raum laden. Keine Ahnung. Gott sei Dank gibt es ja noch ein Soul Heart da oben. Geh ich zu Isaac? Ja. Gehen wir. Isaac. Geht schon gut los. Moment. Ja, ich bin wieder was stiller. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht sein müsste. Aber es kann ja nicht schaden, sich schon frühzeitig wieder an die Pattern zu gewöhnen, nicht wahr? Gibt ja keinen Grund, das immer nur mit schierer Gewalt zu lösen.
Daran seht ihr aber mal, Isaac ist halt auch immer ein recht guter DPS-Check. Ihr werdet Runs von mir sehen, vielleicht, wo Isaac keine Sekunde überleben wird. Und das meine ich so, keine Sekunde. Jetzt gerade hat er was länger überlegt. Gut. Who knows? Isaac now holds the D6. Das vielleicht stärkste Item im Spiel. Haben wir mit Isaac gespielt? Ne, wir haben mit dem Blue Baby gespielt. Ich wusste nicht, dass... Na, nicht das stärkste Item im Spiel, nein. Aber es ist ein Quality 4 Item und auch ein sehr bekanntes Item aus dem Isaac Universe. Sehen wir jetzt auch hier, macht also unsere zusätzlichen Runs mit Isaac theoretisch um einiges leichter. Und wir haben eine neue Completion Mark, nämlich das rechts neben dem Herz. Heißt, wir haben Isaac besiegt. Satan, Isaac. Mom's Heart. Cool. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Doch, ich denke schon. Gibt nichts zu motzen. Leute, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bei The Binding of Isaac. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.